Ja, das leidige Thema Tanzverbot. Und willkommen zu einem neuen Käffchen-Video. Warum habe ich das selber wie gestern? Weil wir noch gestern haben. Ja, ich muss sowieso meinen Kaffee nachfüllen. Und mir gedacht, machen wir das mal gleich. Ich hatte ja vom Sebastian, hatte ich nämlich den Kommentar, ob ich das jetzt in Ordnung finde, das Tanzverbot zum Beispiel mit seinem Pornhub-Account sogar Geld verdient. Erstens mal der Punkt Tanzverbot selber. Tanzverbot und Excel verdienen damit Geld. Mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger, aber im Großteil Minderjährigen, zum Beispiel sowas wie Pornhub schmackhaft zu machen. Ich meine, das ist ja jedem seine Entscheidung. Heutzutage ist das ja so, dass die Leute, beziehungsweise Kinder, Teenager etc., alle viel früher sexuell aktiv sind. Ja, also ich bin da ja noch. Ich hatte damals eine PlayStation. Also ich hatte da ehrlich gesagt nicht so das Interesse dran. Aber ich muss sagen, dass so Leute wie Tanzverbot, selbst Excel, der seine vollgeschissene Unterhose in dem Livestream wäscht und ich ein Video hochlade, in dem einmal Tiercode zu sehen war und das Video gesperrt wird und der Widerspruch sogar abgelehnt wird. Ja, danke YouTube deshalb nochmal. Ich das überhaupt nicht in Ordnung finde. Ich würde einfach sagen, asoziale Scheiße, genauso wie Drachenlord selber. Denn sind wir mal ehrlich, es werden Minderjährige auf eine Erotik- bzw. Porno-Plattform geschickt. Und es wird schön geredet, dass mittlerweile 12-, 13-Jährige, ja, sich so Sachen angucken wie Drachenlord wichst auf Klopapier. Ja, das ist ekelhaft. Ja, ihr wollt doch auch nicht sehen, wie ich meine fette Plauze und meinen Pimmel raushole und mir eine wichse. Will doch kein Schwein sehen. Und dann so Sachen wie Tanzverbot reagiert auf Pornofilme. Hör mal, das ist ein Jüngling, der sich auf irgendwelche Omas eine wichst und verdient damit noch Geld. Ich bin jemand, der sagt, seine Meinung wird bei YouTube angeschissen. Andere Leute waschen mit einer Zahnbürste Scheiße aus Unterhose in einem Livestream und verdienen damit Tausende von Euro. Was ist bei euch eigentlich falsch? Was ist eigentlich, rennen nur noch unterbelichtete Spinner und sonst was durch die Gegend? Seid ihr alle mittlerweile auf dem geistigen Standard von Forrest Gump und Kiefer? Die Kuh von einem heißen Brötchen, dass ihr euch so eine Scheiße anguckt und feiert das noch. Mal ganz im Ernst. Feiert ihr noch, wenn irgendjemand eine vollgeschissene Hose hat? Wenn sich jemand Oma-Pornos anguckt und ihr feiert den dafür, dass der einfach nur pervers ist? Ja? Ganz im Ernst. Tanzverbot ist ja auch nicht besonders alt. Und die Sache ist, was soll der denn für eine Zukunft haben? Ehrlich jetzt. Der kann ein paar Jahre YouTube machen und dann? Was macht der dann? Dann sieht der aus, dann siehst du den spätestens in 5 Jahren bei Frauentausch halt wieder. Ne? Ehemaliger bekannter YouTuber. Ich habe neue Klammern gekauft. Ehemaliger bekannter YouTuber, das Verbot. Das war ganz im Ernst. Du kannst ja nicht dein Leben lang YouTube machen oder sonst was. Und ist ja nicht so, dass ich irgendwas gelernt hätte oder irgendwas. Ich schweife zwar total ab, aber muss und ganz, wisst ihr schon, was ich meine, ne? Also das ist echt, ich weiß ja nicht, die Gesellschaft scheint ja so verkommen zu sein mittlerweile, dass solche Leute so gefeiert werden. Das ist ja nicht mehr normal. Und es ist egal, wo ich gucke. Selbst Uwe, da könnt ihr mal jetzt mal ein, 2 Jahre zurückspulen. Uwe hat gesagt, ich würde niemals Reaktionsvideos in einem Livestream machen. Da müsst ihr mal gucken. Ich glaube, ein, 2 Jahre ist das her. Hat er da tausendmal in einem Video gesagt. Und letztendlich machen alle YouTuber dasselbe und schwimmen immer auf derselben Welle. Ich mache das nicht. Ich sage ja genauso wie mit dem ganzen Unboxing-Scheiß etc. Ich bezahle das alles selber. Ja? Und wenn andere YouTuber sagen, habe ich alles aus meiner Tasche gezahlt, bla bla bla, ja, die setzen das aber dann von der Steuer wieder ab und enden dann wieder bei null. Und das ist ja nicht nur so, dass da setze ich mich vor den Rechner, ziehe mir Pornos rein
und reagiere dann auch drauf. Was heißt drauf reagieren? Boah, boah, die hat nur eine Schleppermöse. Was ist denn sowas? Die könnt ihr auch nicht sowas angucken. So ein Quatsch. Ja, genau, da wollte ich auch noch nachfragen. Ne? Wie kann man sowas feiern? Ich verstehe das nicht. Weißt du? Ich meine, ich bin jetzt. Wieso bleibt das nicht offen? Hm? Das gibt doch immer offen. Danke, Charles. Also, jetzt mal ganz im Ernst, ich verstehe das mittlerweile nicht. Ich verstehe die Gesellschaft auch nicht mehr, dass sie sowas feiert. Ich meine, ich spinne ja ab und zu rum. Ja? Mit meinem Schrei. Ich bin auch ein bisschen Hypochonder, ich bin auch ein bisschen bescheuert und sowas alles, ja. Aber das, irgendwo muss es ja auch mal gut sein. Mann, kau ich nur noch. Ist nicht so gut. Ist ein Creme, klar, aber. Nee, der Duft gefällt mir. Aber, also ehrlich, das ist ja mittlerweile ist zu kotzen. Ich hatte auch mal was, ich hatte jetzt Tage auf zur Singlebörse gesagt und habe dann mit ein paar Leuten privat gesprochen. Weil ein paar Leute gucken meine Videos ja auch Bekannte von mir. Und die haben mir dann nahtlos zugestimmt. Ne? Das ist genauso wie Singlebörse, hast du entweder irgendwelche Instagram-Viber, wo du dir schon denkst, warum soll ich die anschreiben, wie die aussehen? Ich bin ja nicht gerade hübsch. Ja? Ich meine, gut, ich kann auch 20 Filter was Foto legen, aber ist mir auch nichts. Und wie ihr seht, das Ganze war jetzt wieder weg. Interessant. Gestern war es kurz vor dem Gefrierpunkt und über Nacht ist es 10 Grad wärmer geworden. Globale Erwärmung ist gruselig. In diesem Sinne, ne? Dann mach mal hier. Schönes Wochenende und so. Ne? Ich lade das mal direkt hoch. Statt morgen haben wir das hinter uns. Und ja, wir haben jetzt 10:30. Und ja, hab auch mit einer Kollegin zu telefonieren. Und ja, ich wollte noch ihre Titten sehen. Und mehr. Und das schiebe ich jetzt vor, statt hier zum Beispiel jetzt noch ein, zwei Videos aufzunehmen, werde ich mir da jetzt ein bisschen was Titten und Möbel angucken. In diesem Sinne, ne? Kaffee, 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 Kaffee.